Obi-Wan Kenobi erscheint auf BB1 NFT-Version. Unter anderem beschäftigen wir uns heute mit dem Kryptomarkt. Ja, wo geht denn auch gerade der Umi-Token hin? Wie weit wird er eventuell auch noch fallen? Und wir beschäftigen uns auf jeden Fall mit dem Thema, haben wir wirklich Banks hier NFTs auf Vivi oder was bekommen wir da eigentlich wirklich? Und das schauen wir uns auf jeden Fall alles nochmal ganz genau an. Und das alles jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi-OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du auf jeden Fall da draußen wissen musst. Und ja, und wie ihr schon seht, ich bin wieder zu Hause in alter Frische hier in meinem Heim. Und ja, ich bin sehr froh, endlich wieder zu Hause zu sein und hier auf jeden Fall wieder für euch Videos zu machen. Und ich würde sagen, dementsprechend schnacken wir jetzt gar nicht lange rum und starten direkt rein in das erste Thema. Ja, und das erste Thema heute ist erstmal der kommende Star Wars Drop. Und zwar nämlich sehen wir hier Obi-Wan Kenobi und das nämlich aus der Serie Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus. Und hier muss man ganz klar deswegen unterscheiden. Wir sehen hier nicht den Original Obi-Wan sozusagen aus den ersten Serien, sondern wir sehen ihn hier wirklich aus der Obi-Wan Kenobi-Serie. Und dementsprechend sieht er halt auch ein bisschen anders aus, als er zum Beispiel in den ersten Serien bzw. in den ersten Filmen aussieht. Dementsprechend können wir uns auf jeden Fall hier auf was anderes einstellen. Das Ganze wird es in insgesamt drei digitalen Collectible-Versionen geben. Ich gehe davon aus, zwei statische und eine animierte. Und das Ganze wird am 26. November um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das heißt am Samstag. Ja, ob der ganze Drop sich jetzt über Droppreis halten wird, das mag ich auf jeden Fall so bezweifeln. Da wahrscheinlich der Droppreis bei etwa 80 Gems liegen wird, so wie auch beim Boba Fett und auch wie beim Darth Vader. Und dementsprechend hier auf jeden Fall auch der Drop, ja, wahrscheinlich nicht gerade gut ausgehen wird. Ich denke mal, der Ultra Rare wird sich dann auch in etwa wie bei Boba Fett bei 100 bis $120 einpendeln. Also dementsprechend muss jeder auf jeden Fall selber überlegen, ob er den ganzen Drop hier mitnehmen möchte oder auch nicht. Ich persönlich werde ihn wahrscheinlich aber eher im Secondary Market nachkaufen. Auch wenn wir es hier mit der FA Obi-Wan Kenobi zu tun haben, wird das wahrscheinlich nicht gerade, ja, sich gut halten, beziehungsweise ähnlich wie der Boba Fett Drop dann verlaufen auf dem Marketplace. Ja, wo geht der Kryptomarkt denn noch hin? Beziehungsweise wo geht unser Umi-Token noch hin? Ja, und das ist eine berechtigte Frage, denn wir sind ja schon wirklich sehr, sehr weit gefallen. Und ihr seht jetzt tatsächlich auch gerade hier, wir haben jetzt momentan 14% plus. Und das hat einen tatsächlich recht interessanten Grund, denn es gab nämlich einige sehr, sehr große Orders von insgesamt 1 Milliarde oder sogar plus 1 Milliarde Omis, die hier auf jeden Fall festgesetzt wurden an bestimmten Preispunkten, damit der Preis nicht dort rüber kommt. Beziehungsweise man muss entweder halt mehr kaufen, als diese Order ist, um dann sozusagen auch wirklich den Preis wieder nach oben zu schießen, beziehungsweise nach oben schießen zu lassen. Oder ja, man wird halt einfach dort geblockt und der Preis rutscht halt immer weiter ab. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Preissprung hier gesehen. In der Spitze waren das hier tatsächlich sogar 20%, was das Ganze hier hochgekommen ist, ist an sich dann aber wieder hier, wie man auch gerade sieht, runtergekommen und ist meiner Meinung nach auch nicht gerade nachhaltig. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auf jeden Fall jemand nachgekauft hat und in etwa habe ich das mal nachgerechnet, müssten das so in etwa 150.000 US-Dollar gewesen sein, die hier in den Markt geflossen sind und den Preis dementsprechend so krass gepumpt haben. Ob das jetzt so ganz wirklich nachhaltig ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, eher nicht. Aber nichtsdestotrotz sind auf jeden Fall hier diese Preisziele momentan meiner Meinung nach wirklich perfekt für das DCA. Also wirklich einfach mal Dollar Cost Average betreiben. Das heißt einfach kontinuierlich immer etwas nachkaufen. Ich persönlich habe jetzt hier unten auch nochmal nachgekauft gehabt, weil das einfach solche krassen Preise sind und man hier einfach mal für 100 Euro einfach 130.000 Omi bekommt. Das ist wirklich meiner Meinung nach jedenfalls ein Schnapper. Ja, und wo kann das Ganze jetzt noch hingehen? Ich gehe maximal davon aus, dass wir hier einen Preis bis 0,0005 sehen werden. Das ist wirklich eine sehr, sehr tiefe Grenze schon. Also da bekommt ihr im Prinzip für $100 dann schon 200.000 Omi. Das ist einfach ja schon ziemlich extrem. Ja, ob wir das Ganze wirklich dann sehen werden, ist die andere Frage. Es hängt natürlich auch einfach ganz stark hier mit vielen, vielen anderen Faktoren zusammen, mit der Weltwirtschaft und natürlich auch was hier generell im Krypto-Space noch passiert. Ob ihr zum Beispiel durch die FTX Aktion noch irgendwelche anderen Firmen liquidiert werden, beziehungsweise einfach halt einfach nicht mehr liquide sind, deswegen Insolvenz anmelden müssen, deswegen noch mehr Gelder einfach hier plötzlich fehlen, die dann einfach noch mehr Panik im Markt auslösen und dementsprechend der Markt noch weiter absinken könnte. Und dadurch, dass der Obi-Token ein Altcoin ist, ist halt auch hier einfach die Volatilität nochmal
deutlich, deutlich größer am Markt als jetzt zum Beispiel beim Bitcoin, wo wir einfach deutlich mehr Leute haben, die hier den Preis beeinflussen. Ja, beim Omi sind es halt wirklich relativ wenig, die hier auch wirklich massiv den Preis beeinflussen können. Und ob wir das Ganze sehen werden, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall so maximal das, wo ich denke, dass wir hingehen könnten. Aber nichtsdestotrotz ist momentan auf jeden Fall der Zeitpunkt perfekt, um hier wirklich DCA zu betreiben, weil diese Preise definitiv long-term nicht der Weg sind, beziehungsweise auch nicht in irgendeiner Weise ja hier das Maximum sind, was der Token erreichen kann. Also das Video übrigens bis zu genau dieser Stelle hier gerade gefallen, dann gebt dem ganzen Video doch super gerne ein Like, denn das unterstützt meine Arbeit und teilt das Video so über den YouTube-Algorithmus an noch mehr Menschen. Jetzt würde ich aber sagen, geht es auf jeden Fall weiter mit dem Video. Ja, und kommen wir jetzt einfach nochmal drauf zu sprechen, haben wir eigentlich Banksy-NFTs auf Vivi? Und das ist eine sehr berechtigte Frage, und diese Frage ist auch in einer schon krassen Diskussion einfach momentan entflammt. Und man muss ganz klar sagen, wir haben ja tatsächlich nicht direkt Banksy-NFTs. Wir haben inspirierte Banksy-NFTs. Also wir haben NFTs, die so ein bisschen an Banksys Kunst angelehnt sind, aber tatsächlich jetzt nicht wirklich von ihm lizenzierte Banksy-NFTs. Und ich würde ganz klar einfach mal sagen, ich habe nämlich einen Stream-Ausschnitt von der DesignerCon, wo David Yu dazu einfach nochmal was sagt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das auf jeden Fall nochmal ganz genau an. Why? Vivi is a licensee, and what we do is we bring clickable to our platforms. Now, the licensee that we are working with is Franklin Wizard, and we are also working with Medical, and it's inspired a section of the toys that they have brought out. It's a 3D clickable onto our thing. You probably have seen some of the video footage that we have put up. It is made by fans for the fans, all right? So they're not actually being endorsed by her. Just want to set the record right. It is coming from a company that has been licensed to, as you mentioned, Guess. And the product and our legal have checked it. It's all legitimate license that we have. Just so we understand, there will be territory restrictions on some of the items. If the brands have license to sell in the US, then it will be available. They are certain image, certain items will not be available in the US because different property owners and IP owners own different things. But just rest assured that Vivi goes by all the contract and we stand very close with our partners in this. And you guys will have known that the medical toys that they have brought out that was inspired by the street artists, and those are the figures that we're bringing out. You're not going to be getting a one-on-one or endorsement from Banksy himself. We don't actually know them personally as a collective group or anyway. So these are four the collectibles that we'll be bringing out with the medical inspired toys once again. Ja, und ich denke, man hat es öfter gehört, es sind halt inspirierte NFTs von Banksy, im Prinzip von Fans für Fans. Und dementsprechend haben wir es hier an dieser Stelle nicht mit offiziellen lizenzierten Banksy-NFTs zu tun, was man an dieser Stelle wirklich ganz klar sagen muss, um hier einfach wirklich jegliche Anfeindungen auch gegen Vivi in irgendeiner Weise hier aus dem Weg zu räumen. In diesem Fall gehe ich auch davon aus, dass sich die Rechtsabteilung bei Vivi ausgiebig damit beschäftigt hat, was können sie jetzt hier wirklich auch bringen, ohne sich in irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten zu begeben. Und im Endeffekt hat es ja David ja auch gesagt, sie bieten halt einfach nur dem Lizenzpartner hier an dieser Stelle den Marktplatz. Also ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich sogar hier eher der Marktplatz nicht betroffen sein wird, also Vivi selbst, sondern eher dann der Lizenzgeber an dieser Stelle, dann Medicom Toy und dementsprechend Vivi hier eigentlich wahrscheinlich eher weniger zu befürchten hätte. Und ansonsten gab es noch einen weiteren Podcast, und zwar nämlich mit David Yu. Und zwar war er nämlich bei Metatech zu Gast. Diesen Podcast werden wir aber in dem nächsten Video auseinandernehmen. Das heißt, wenn du das Ganze auf jeden Fall nicht verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, aktiviere die Glocke und dann wirst du das auf jeden Fall mitbekommen. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.